Um das Jahr 1750 lebte in Heidenburg ein herrschaftlicher Jäger mit Namen Franziskus Karl. Er kannte den Wald von seinen Pirschgängen her sehr genau. Trotzdem passierte es ihm immer wieder, dass er an dieser Stelle die Orientierung verlor und sich nicht mehr zurechtfand. Obwohl hier nach der Beschreibung eine Lichtung mit einer Wegkreuzung war, irrte er jedes Mal stundenlang umher, bis er wieder seinen Weg nach Hause fand. Da holte er einmal aus seinem Zimmer ein Bild, welches den gegeißelten Heiland darstellte und befestigte es gegen Osten an einer hohen Tanne. Stets verrichtete er hier, sobald er vorbeikam, ein Gebet. Damit endeten auch seine Irritationen, die ihn sonst regelmäßig an eben dieser Stelle überfallen hatten. Diese Begebenheit erzählte der Jäger gelegentlich in den umliegenden Dörfern. Daraufhin pilgerten viele mit ihren Sorgen, Leiden und Gebrechen hierher. Als die Tanne gefällt werden musste, errichtete der Wölfelbauer Balthasar Christelmeier von Agendorf an der gleichen Stelle eine eicherne Säule, in deren vergitterten Nische das Gnadenbild befestigt wurde. Bald ließ derselbe Bauer eine hölzerne Kapelle darüber bauen. In der Folgezeit geschahen wundersame Heilungen. In der Zeit von 1752 bis 1758 zählt die Urschrift 209 wundersame Heilungen. Eine Menge Votivtafeln, Krücken und Kreuze wurden an den Ort gebracht. Der Pfarrer von Uttichkofen, Paul Weichsler, erfuhr davon und schickte dem Kardinal und Fürstbischof von Passau, Josef Dominikus, einen Bericht mit der Bitte um Untersuchung und Prüfung der Geschehnisse. Der Kapitelkämmerer und Pfarrer von Künzing, Johann Georg Klopfer, wurde mit der Untersuchung betraut. Am 4. September 1758 überzeugte er sich vor Ort und ließ sich von vielen glaubwürdigen Zeugen berichten, dass weder Betrug, Aberglaube noch Gewinnsucht im Spiel waren. Am 6. Oktober 1758 bekam der Pfarrer den Auftrag, das Gnadenbild in die Kirche nach Emmersdorf zu bringen, damit es den Gläubigen leichter zugänglich wäre. Im Jahre 1760 wurde das Gnadenbild dann in einer feierlichen Prozession nach Emmersdorf gebracht, wo es in einen silberplattierten Rahmen gefasst und in einem tabernakelähnlichen Behälter auf dem Sebastiani-Altar aufgestellt wurde. Während in der Emmersdorfer Kirche das Gnadenbild zur Selbstverständlichkeit wurde und leicht verblasste, wurde der Ursprungsort weiterhin besucht und verehrt. Bald hing die Kapelle und der angebaute Gebetsschuppen voll mit Votivtafeln aus einem weiten Umkreis. 1938 wurde die Kapelle erneuert und mit einem Glockentürmchen versehen. 1965 ließ Pfarrer Michael Steininger die Votivtafeln aus Sicherheitsgründen abnehmen und in die Pfarrkirche bringen. 1989 wurde die Gnadenkapelle unter Pfarrer Edmund Hauner innen renoviert und mit einer Kopie des Gnadenbildes in einen ursprungsähnlichen Zustand versetzt. Zum Anlass der 250-Jahr-Feier hat der Pfarrer von Johanniskirchen und Emmersdorf, Alfred Binder, in der Pfarrkirche Emmersdorf eine kleine Gedenkkapelle für das Gnadenbild eingerichtet. Mit einer Prozession wurde das Gnadenbild in die Waldkapelle getragen. Altbischof Franz Xaver Eder, Pfarrer Dr. Gnan und Pfarrer Alfred Binder hielten unter großer Beteiligung von Gläubigen aus allen Richtungen einen feierlichen Waldgottesdienst. Anschließend fand das Gnadenbild seinen endgültigen Platz in der Kapelle der Pfarrkirche von Emmersdorf. 2017 wurde der Gebetsraum von Familie Christelmeier renoviert, um den Gläubigen weiterhin einen Ort für ihre Gebete und der inneren Einkehr zu erhalten. Besondere Plätze der Gnade von Gebetserhörungen, Bitten um Hilfe in einer Notsituation und Dankgebete lassen sich nicht beliebig verlagern. Sie haben eine besondere Ausstrahlung und Anziehungskraft. Somit hat auch die Kopie des Gnadenbildes in der Holzkapelle immer noch ihre Berechtigung.
In unmittelbarer Nachbarschaft der Holzkapelle befindet sich eine gemauerte Kapelle, die im 19. Jahrhundert von der bekannten Adelsfamilie von Aretin aus Heidenborg gestiftet und aufgebaut wurde. Im Innenraum ließen sie ein sehr schönes Bild der heiligen Familie aufhängen. Heute hängt dieses Bild, von dem man nicht weiß, wer es gemalt hatte, in der Pfarrkirche Emmersdorf. Das Marienbild, welches heute in der Kapelle hängt, stammt von einem unbekannten Maler und ist eine Kopie des Gnadenbildes Maria Hilf in Passau. Das Gemälde stellt Maria als Bürgersfrau dar, die in ihren Armen das nackte Kind hält. Die gütigen Augen der Mutter wenden sich dem Betrachter zu. Das Original dazu hat Lukas Cranach zu Wittenberg gemalt. Das Entstehungsjahr wird mit 1552 angegeben. 1611 ließ der Passauer Domdekan Marcuard von Schwendi durch den Passauer Maler Pius eine vergrößerte Kopie anfertigen. Doch nicht das Originalbild, sondern die Passauer Kopie wurde zum Kultbild einer weltweiten Verehrung. Der Wallfahrtsort im Passauer Ortsteil Mariahilf genoss weitum einen ungeheuren Ruhm und spielte vor allem gegen Ende des 17. Jahrhunderts angesichts der Bedrohung Wiens durch die Türken eine wichtige Rolle. Maria Hilf war auch die Tageslosung der Entscheidungsschlacht am 12. September 1683, einem Sonntag, als die Türken in der Schlacht am Kahlenberg vernichtend geschlagen wurden.